3.812,69 €. Das ist der Betrag, den ich alleine dieses Jahr 2023 nur Tierarztkosten für Chabo hatte. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es wird ein unangenehmes Video. Bin mir auch sicher, weil das immer so ist, dass mir danach sehr viele Menschen entfolgen werden oder wütend in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich am Ende dieses Videos trotzdem einem Hund geholfen habe, indem Besitzer anfangen, für ihre Tiere vorzusorgen, dann ist mir das Ganze das auch wert. Wie komme ich jetzt schon wieder auf dieses spannende Thema? Ich war gestern auf TikTok unterwegs und habe dort einen Spendenaufruf gefunden von einer Dame, die für ihre Katze jetzt ursprünglich 4.600 € Spendengeld gesammelt hat, weil diese, so die Besitzerin, von einem Nachbarn angeschossen wurde. Und jetzt kam eben die Begründung, dass sie und ihre WG eben noch Studenten sind und diese Katze gehört irgendwie drei Leuten. Das heißt, drei Leute sind für diese Katze eigentlich verantwortlich und diese können sich die Tierarztkosten, die Operation, den Notfall nicht leisten. Und ich habe mir dann mal, das mache ich immer tatsächlich, wenn ich solche Spendenaufrufe sehe, ich gucke mir die Accounts an, ich gucke mir den Spendenlink an und so weiter und so fort und möchte erstmal ein bisschen mehr über diese ganze Situation erfahren. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich mich nicht wohl bei dieser Spendengeschichte fühle. Ich werde jetzt bewusst trotzdem nicht diesen Account zeigen, weil das Ganze einfach stellvertretend für ein sehr, sehr viel größeres Problem ist und es nicht nur diese eine Person ist, sondern eben sehr viel mehr. Was mir dann eben aufgefallen ist, und das sind Dinge, die fallen mir sehr oft auf, wenn ich mir dann Accounts anschaue, ist zum Beispiel jetzt in diesem Fall, dass alleine dieses Jahr ein Urlaub gemacht wurde, am anderen Ende der Welt, also auch nicht gerade günstig. Viele Videos hochgeladen wurden, wie wir zum Beispiel 450 € im Monat für Klamotten ausgeben oder 6 € für einen Kaffee. Und das sind dann diese Momente, wenn ich dann sowas sehe, da werde ich sauer. Da werde ich innerlich wirklich, wirklich sauer. Dann eben auch dieser Spendenlink. Da kam innerhalb vom ersten Tag kam direkt die Summe zusammen. Das Video ist wahnsinnig viral gegangen. Dann kam am selben Tag noch, ja, dass sie jetzt diesen Spendenlink runternimmt, dass man eben nicht mehr spenden kann, weil das Geld eben zusammengekommen ist. Und stand gestern, als ich das gesehen habe, ich hatte mir auch Bildschirmaufnahmen und alles gemacht, gestern Nachmittag, das heißt, als dieser Betrag eigentlich schon seit einem Tag abgelaufen war, konnte man tatsächlich auch noch spenden. Das heißt, als ich da drauf geguckt habe, stand eben letzte Spende vor 5 Minuten. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, Diana, warum bist du so? Es ist ein Tier in Not. Das braucht definitiv Hilfe. Und ja, definitiv. Mir tut auch dieses Tier wahnsinnig leid. Mir tut es um jedes Tier leid, das irgendwie in Not geraten ist und dem geholfen werden muss. Aber was mich eben an diesen Spendenaufrufen stört, ist das Thema Verantwortung. Dass offensichtlich nicht die Verantwortung für dieses Tier übernommen wird. Dass man eben sagt, okay, ich hole mir ein Tier und ich sorge dafür finanziell vor. Denn sehr oft, was auch bei diesen Spendenaufrufen auffällt, ist, dass eine komplette Summe gesammelt wird. Also ich würde es ja noch irgendwo verstehen, wenn man sagen würde, hey, ich habe 5.000 € gespart, das ist immer auf Seite, nur für mein Tier. Und jetzt ist aber irgendwas Schlimmes passiert, bei dem jetzt, was weiß ich, 7.000 € zusammengekommen sind und mir fehlt diese Differenz von 2.000 €. Das könnte ich noch eher verstehen. Da wäre ich auch noch eher geneigt, das zu unterstützen. Grundsätzlich unterstütze ich aber keine privaten Spendenaufrufe auf Social Media. Und das hängt einfach mit genau diesen Gefühlen zusammen, die ich da sehr oft bekomme und mit diesem Verantwortungsbewusstsein, was sehr vielen Haltern fehlt. Denn wenn ich mir ein Tier hole, dann bin ich in der Verantwortung, mich zu fragen, kann ich mir das finanziell leisten? Kann ich es mir leisten, dem Tier wirklich gerecht zu werden? Und damit ist eben nicht nur eine Leine, ein Geschirr, ein Bettchen oder sowas gemeint, sondern die wirklich großen Kosten, die halt immer auf einen zukommen, sind Tierarztkosten. Das ist ganz normal, das ist der Packen, der am meisten Geld verschlingt und darüber machen sich viele Leute überhaupt keine Gedanken. Meine Empfehlung ist es auch immer noch, wenn ihr ein junges Tier habt, dann versichert das. Ihr könnt unten in der Infobox, werde ich euch Patrick verlinken, Patrick Giesler, der ist Versicherungsvertreter bei der Barmenia, da könnt ihr euch kostenlos beraten lassen. Je früher ihr euer Tier versichert, desto besser natürlich. Hund und Katze könnt ihr dort versichern bei der Barmenia. Das bedeutet auch, dass ich nicht erst warte, bis irgendwas passiert und dann kurz darauf, ach, ich möchte jetzt übrigens eine Versicherung abschließen. Nein, so funktioniert das nämlich auch nicht, sondern langfristig vorplanen, langfristig denken, okay, was mache ich denn im Worst Case? Mein Problem auch mit diesen Spendenaufrufen ist einfach der, dass dadurch auch einfach dieses Gefühl vermittelt wird, dass ich selber nicht für mein Tier vorsorgen muss und sollte es ein Worst Case irgendwie geben,
dann wird schon irgendjemand dafür aufkommen. In dem speziellen Fall jetzt gestern, da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist eben, dass wenn es stimmt, dass der Nachbar diese Katze angeschossen hat und er verantwortlich ist, und da wird jetzt auch Polizei drauf hingewiesen und so weiter, da kenne ich mich aber juristisch nicht aus. Ich habe vorhin meinem Anwalt geschrieben, ich habe Stand jetzt noch kein Feedback dazu bekommen. Ich werde euch aber dahingehend auf dem Laufenden halten, denn da wäre meine Frage, müsste dann nicht der Nachbar auch für die Kosten aufkommen und was passiert dann auch mit diesem Spendengeld? Ich finde es einfach grundsätzlich falsch, eine komplette Summe für ein Tier nicht aufbringen zu können. Also nicht mal zu sagen, okay, ich habe selber noch Geld beiseite und habe auf jeden Fall einen Teil selber dazu beizutragen, sondern auf Social Media sich hinzustellen und dann zu sagen, ich habe kein Geld dafür. Mein zusätzliches Problem ist auch noch, viele Leute, die machen sich nicht die Mühe wie ich und gucken sich dann wirklich die ganzen Profile an, gucken, was machen die, weil ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich dabei nicht wohl, wenn ich sehe, dass eine Person irgendwie neulich noch im Urlaub war, Highlife macht und sehr viel feiern geht und dann aber scheinbar kein Geld hatte oder dann in so einem Spendenvideo hingeht und sagt, ja, ich bin Student, ich habe kein Geld. Nichts gegen Studenten, ich war auch Student. Ich weiß, wie das ist, man hat nicht viel Geld. Aber wenn ich mir dann ein Tier in so einer Lebensphase hole, dann muss ich mir einfach überlegen, okay, wie kann ich Geld zurücklegen, dass mein Tier abgesichert ist. Und ich finde es einfach nicht okay, sich dann hinzustellen und eben zu sagen, ich brauche das Geld von euch, von der Gesellschaft und dann eben diese Einzelschicksale, die natürlich jeden treffen und mich auch emotionalisieren, also so ist es nicht. Mir tut es auch wahnsinnig leid und mir tut es aber auch für die Leute leid, die wirklich unverschuldet in eine Notlage gekommen sind. Und das ist auch der Grund, das habe ich auch mal auf Social Media geschrieben. Ich kann mir nicht jeden einzelnen Spendenlink angucken. Ich kann mir nicht von jeder einzelnen Person irgendwie die Geschichte anhören und dann irgendwie abwägen, ist das jetzt wirklich unverschuldet, also wirklich so, dass ich das auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann, jetzt diesen Spendenlink zu teilen. Das habe ich aber auch tatsächlich schon gemacht. Ich will eine Situation, dass eine Familie einen sehr, sehr alten Hund aus dem Tierschutz übernommen hat und dieser Hund dann, als der in Deutschland angekommen ist, massiv krank geworden ist. Das heißt, diesen Hund kannst du auch nicht mehr versichern, konntest du nicht von vornherein. Ich habe dann mit einer Bekannten aus dem Tierschutz geredet und die eben diesen Hund vermittelt hat und die hatten eine Spendenaktion dann auch gestartet. Die Tochter hat den Führerschein abgebrochen, um für diese Kosten aufzukommen. Die Mutter hat nochmal extra einen anderen Job angenommen. Also die haben wirklich alles erstmal auch mitgetan. Und das ist dann so eine Situation, wo ich auch sage, ey, das kann ich auch gerne unterstützen, das tue ich auch gerne, vor allem auch, wenn es eben um diesen Tierschutz geht. Das heißt, dass Leute zum Beispiel grundsätzlich alte, kranke Hunde aufnehmen, die keiner mehr haben möchte oder auch Katzen und die dann wiederum sagen, okay, das sind aber natürlich wahnsinnig hohe Kosten, man kann diese Hunde auch nicht mehr versichern in der Regel, wenn sie zu alt sind oder schon sehr viele Vorerkrankungen haben. Und da ist es für mich was ganz anderes zu sagen, hey, da spende ich hin. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich kein Geld spenden möchte. Wir spenden selber privat auch viel an eine Tierschutzorganisation, wenn ich auch irgendwo Tierschutzorganisationen sehe, mit einem Aufruf und so, die teile ich auch, weil eine Tierschutzorganisation dahinter steht. Das heißt, ich kann auch ganz genau sehen, wie mit den Spenden umgegangen wird. Ich persönlich mache das immer am allerliebsten, wenn ich tatsächlich schon vor Ort war. Das heißt, wenn ich das Tierheim kenne, wenn ich sehe, was machen die da, wo kommt das an und so weiter. Also ich gucke da schon immer genau hinter, was ich poste. Das kannst du aber bei diesen privaten Spendenaufrufen in der Regel nicht machen. Und das ist eben auch mein Problem damit. Das heißt, ich weiß am Ende nicht, wie viel ist da jetzt wirklich bei dem Tier angekommen, wie viel nicht. Und gleichzeitig bin ich auch ehrlich, ich möchte es nicht unterstützen, wenn Leute sich null Gedanken vorher machen, nicht für das Tier vorsorgen und dann in diese Situation kommen. Mir tut das für das einzelne Tier wahnsinnig leid. Ich finde aber, dieser Gedanke, die Gesellschaft wird mich schon auffangen, ne? Die Gesellschaft wird für mein Tier aufkommen, das finde ich einfach nicht richtig. Ich habe mich für meinen Hund entschieden. Ich bin dafür verantwortlich, dass es meinem Hund gut geht. Und deswegen ist jetzt wirklich auch mein Appell an jeden. Ich weiß, wie gesagt, dass ich damit wirklich vielen auf den Schlips trete, weil das Thema Finanzen natürlich immer ein sehr heikles ist und viele Leute sich vielleicht auch, ja, erwischt fühlen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also vielleicht, weil sie eben nicht für ihre Tiere vorsorgen. Aber wenn ich auch nur einen einzigen Menschen dazu kriege, und das hatte ich schon so oft und das freut mich dann auch wirklich, wenn ich nur einen einzigen Menschen jetzt dazu kriege,
kriege, für seinen Hund eine Krankenversicherung abzuschließen. Und ich würde euch da wirklich empfehlen, lasst euch davor beraten, damit ihr auch da genau wisst, was für eine Krankenversicherung ihr abschließt und nicht, dass ihr dann am Ende dasteht und einfach nur einen günstigen Tarif genommen habt und dann ist der Beitrag für das Jahr schon erfüllt und dann steht ihr trotzdem da, habt immense Kosten, die dann nicht übernommen werden. Das heißt, das ist wirklich wichtig, sich mit dem Thema Krankenversicherung auseinanderzusetzen, sich beraten zu lassen und zu gucken, was ist für mich am besten, was ist für meinen Hund am besten. Und dann trotzdem auch noch Geld zur Seite zu legen. Ich bin da ja sehr streng und da sehe ich jetzt auch schon wieder die Kommentare. Ich sage immer mindestens 5.000 bis 10.000 Euro, eher 10.000 Euro auf der Seite haben, bevor man sich überhaupt einen Hund oder eine Katze holt. Das ist viel. Ich will nicht sagen, das mag nach viel Geld klingen, weil es ist wahnsinnig viel Geld. Das ist für mich wahnsinnig viel Geld. Ich habe aber sowohl bei meinem Einzelfall jetzt mitgekriegt, wie gesagt, knapp 4.000 Euro in diesem Jahr. Ich habe mir alle Rechnungen hier mal rausgeschrieben. Das sind nur Tierarztkosten. Da ist noch kein Futter dabei. Da sind noch keine großartigen anderen Dinge dabei. Das ist nur Tierarztkosten jetzt gewesen. Und vielleicht bin ich da deswegen auch einfach so viel strenger, weil ich selber so einen Fall habe, der wahnsinnig viel Geld verschlingt. Aber vor allem auch, weil ich sehr, sehr viel im Tierschutz bin. Ich bin sehr viel vor Ort. Ich sehe sehr viele Tiere, die abgegeben werden mit solchen Tumoren. Und das ist kein Spaß. Die werden abgegeben mit fehlenden Zähnen, mit blutenden Augen. Das sind kranke Tiere, wo die Besitzer sagen, ja, ich habe kein Geld, ich möchte das nicht zahlen, ich kann das nicht zahlen. Und die landen im Tierheim. Ich hoffe, ist und ich bete, dass kein Hund so krank wird, dass man so viel zahlen muss. Ich bete und hoffe, dass kein Hund, keine Katze, kein Tier angefahren wird, dass dem was Schlimmes passiert. Absolut. Aber wenn, dann muss das Tier abgesichert sein. Ich habe wahnsinnig viel Kontakt mit Tierärzten, wo das auch immer wieder Thema ist, dass Tierärzte mir erzählen, ich musste ein Tier einschläfern, weil die Besitzer es sich nicht leisten konnten oder wollten. Also es geht nicht nur um das Können, sondern auch um das Wollen. Wenn man sagt, ich möchte das einfach nicht, aber vielleicht sogar das Geld hätte, das finde ich noch viel schlimmer, die mir solche Geschichten erzählen. Und es ist auch nicht die Verantwortung eines Tierarztes, und das muss ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit sagen, es ist nicht die Verantwortung eines Tierarztes, euer Tier kostenlos zu versorgen. Ein Tierarzt hat wahnsinnig hohe Kosten für Miete, für die Gerätschaften, für Angestellte und so weiter. Die Preise, die sind nun mal, wie sie sind. Und genauso eben die neue Gebührenverordnung, GOT, das ist nun mal so, wie es ist. Und das sind Gedanken, das muss ich vorher wissen, das muss ich vorher mir durchkalkulieren, ob ich mir das leisten kann, ob ich mir das leisten möchte, das ist ein wichtiger Punkt, leisten möchte, ob ich bereit bin, dann vielleicht auch mal selber ja zurückzustecken. Also als das zum Beispiel mit Chabo angefangen hat vor 2 Jahren, ich hatte keine Nägel, ich hatte keine Wimpern, ich bin nicht weggegangen, ich war nicht shoppen, es war damals auch schon wahnsinnig viel Geld. Das müsste ich auch mal zusammenrechnen, wie viel das damals war. Auf jeden Fall hat Chabo schon einen Kleinwagen gekostet. Nur an Tierarztkosten. Wie gesagt, da rede ich noch nicht über die anderen Kosten. Und das sind Themen, über die müssen wir auch auf Social Media einfach realistischer reden und offener reden, weil das ist Tierschutz. Und es ist nicht Tierschutz zu sagen, ich hole mir jetzt irgendeinen Hund, am besten noch vom Vermehrer, weil es ist das Wichtigste, dass er geliebt wird. Nein, absolut wichtig, könnt ihr mich gerne zitieren, Liebe heilt keine Knochenbrüche. Und auch, wenn ihr es nicht absichtlich verursacht, der gesundeste Hund, der lebendigste Hund, der best genetisch prädispositionierter Hund, Herrgott, ich habe zu viel Kaffee getrunken, kann krank werden, kann einen Unfall haben, kann angegriffen werden, was auch immer. Und dann seid ihr als Hundehalter in der Verantwortung dafür, für diese Kosten aufzukommen und euer Tier zu versorgen. Es geht mir nicht darum, mit dem Finger jetzt auf Leute zu zeigen und zu sagen, ihr seid schlechte Menschen. Mir geht es darum, an euer Gewissen zu appellieren, dass wenn ihr bis heute noch nicht ein Extrakonto, eine Versicherung für euer Tier habt, das ab heute macht. Ich bekomme Nachrichten und die machen mich dann auch glücklich und dafür nehme ich das auch in Kauf, dass ich dann in den Kommentaren wieder zerrissen werde oder mir Leute entfolgen, wo mir Leute sagen, Diana, ich bin so glücklich, dass du das damals so angesprochen hast, weil seitdem hatte ich Geld zurückgelegt und jetzt kam was. Und ich bin so froh, dass ich vorgesorgt habe, weil jetzt kann ich es zahlen. Damals hätte ich es nicht gekonnt. Und wenn ich das auch nur mit einem einzigen Hund, Katze, was auch immer für ein Tier jetzt schaffe, dass es dann vielleicht länger lebt, glücklicher lebt, eine Behandlung bekommt, die es braucht, dann hat sich das Ganze auch schon gelohnt. In diesem Sinne, schaut runter in die Infobox, lasst euch Thema Krankenversicherung beraten und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.